Vater wäre sicher lieber, wenn du allein kämst. Er ist froh, dass ich überhaupt komme. Du doch auch? Stimmt. Ich bin wirklich froh, dass du mich dazu überredet hast. Vater, das ist Miriam. Guten Tag. Warum bist du so spät? Dieser Bursche hat mich vor 10 Jahren einfach verlassen. Mich, seinen Vater und sein Land. Und nun ist es mir endlich gelungen, ihn doch einmal nach Hause zu lotsen. Stefan war der einzige Mann, den ich jemals heiraten wollte. Jetzt heirate ich dann wohl in Afrika. Es ist so verrückt. Ich kann mir plötzlich wieder vorstellen, hier zu leben. Wenn du unbedingt wieder zurück möchtest, dann mach das. Aber so brutal es jetzt klingt, das wäre eine Entscheidung gegen mich. Gegen uns. Ich wollte Stefan noch mal sehen, vor der Abreise. Vielleicht auch nicht. Ist ja fast wie früher. Nichts ist wie früher. Dein Gott hat uns alle verraten. Die Krankheit des weißen Mannes tötet mein Volk. Wenn wir heute dieses Land den Schwarzen übergeben würden, wir würden es runterwirtschaften. Und deshalb werde ich Sie und Ihre scheißliberalen Ideen bekämpfen, wo ich kann. Das ist ein Zeichen, eine Warnung. Vielleicht... Stefan! ...gibt ein Fluch über dem Haus. Und was heißt das? Er wird von der Hüfte abwärts gelähmt bleiben. Geh jetzt nicht weg, bitte. Du musst wiederkommen, für Stefan. Vermissen dich natürlich sehr, aber es funktioniert inzwischen alles einigermaßen. Der Chef hat Oberarzt Schmidt aus der Inneren geholt, der seinen Job ganz anständig macht. Bis der wirklich mal operieren muss, warte ab. Kann ich jetzt vielleicht mal zu Ende lesen? Also, wo war ich? Der seinen Job ganz anständig macht, aber permanent von allen hört, dass du alles besser machst und wie sehr sie dich vermissen. Deswegen komm endlich zurück, küss deine Miriam, wir lieben dich. Dein Marco. Die sind echt alle so süß. Damit sie sich wie zu Hause fühlen. Wir denken an sie, ihre Katja, Natascha und Elvira. Die Polonaise mit Polini, die schicken sie schon zum zweiten Mal. Dass die sich alle für Gedanken und für Mühe machen. Dass die sich alle für Gedanken und Mühe machen, ja. Rührend, wirklich. Und du erst. Du übertriffst ja noch alle, von morgens bis abends. Rührend. Wirklich. Schatz, jetzt reg dich doch nicht wieder auf. Was, ich soll mich nicht aufregen, das sagst du mir ernsthaft? Nach all diesen Rührstücken? Wäre es dir lieber, wenn keiner schreiben würde, wenn alle froh wären, dass du endlich weg bist? Ich bin weg. Ich bin endgültig weg, begreif das endlich. Oder glaubst du, dass ich irgendwie auf einen Krüppel im Rollstuhl operieren lassen möchte? Weißt du, was mich wirklich killt? Du killst mich. Du hängst hier rum, anstatt irgendetwas Vernünftiges zu tun. Hilft Joe in der Schule oder Jane bei ihren Ausbildungskursen, aber tu was! Und verplempere nicht deine Zeit mit mir. Ich verplempere keine Zeit. Stefan, ich liebe dich, verstehst du? Und ich will, dass es dir besser geht. Dafür tue ich alles, wirklich alles. Aber ich lasse mich nicht jeden Tag fertig machen, weil du es nicht aushältst. Geh jetzt bitte, lass mich allein. Gehst du bitte? Stefan. Warum? Warum muss ich ausgerechnet ihr so wehtun? Weil es dir so wehtut. Und weil sie das so genau weiß. Hallo, Miss Miriam.
Hallo? Ich bin Mango. Stimmt. Du bist noch immer in dieser Phase, in diesem Erwachsenwerden-Ritual. Es hat 6 Monate gedauert. Und in einer Woche bin ich ein richtiger Mann und kann tun, was ich will. Und dann kannst du alles ganz allein entscheiden. Ja, dann kann ich mir eine Frau suchen und kann nach Hause kommen, ohne Vater zu fragen. Und das tust du jetzt, eine Woche zu früh? Die anderen werden sich freuen. Sie sollten hier nicht allein fahren. Mir passiert nichts. Ich schwöre, ich kann mich so oder so verhalten. Es geht nicht. Sie will Kinder. Stefan, ich habe mich auch für Bernhard und gegen Kinder entschieden. Denise, ich werde nie wieder mit ihr schlafen können. Punkt. Frauen können auch mal eine Zeit lang ohne. Ja, Männer auch. Aber doch nicht ein ganzes Leben. Das ist jetzt nur dein Hauptproblem, weil du so ein Macho bist. Sie liebt dich, Stefan. Das ist wirklich wichtig. Ich will, dass sie... dass sie lebt, dass sie mit einem anderen Mann schläft. Damit du befriedigt bist? Damit du kein schlechtes Gewissen hast? Das kannst du doch nicht verlangen von ihr. Sie wird sich das schon holen, wenn sie es braucht. Nein, das wird sie nicht tun. Dazu ist sie viel zu moralisch. Und sie wird aus lauter Treue zu mir... Das kann man doch nicht aushalten. Und dann wird sie mich hassen. Frauen können ganz schön viel aushalten. Schau mich an. Ich habe 5 Jahre auf deinen Vater gewartet. Und als deine Mutter gestorben ist, konnte er sich vor lauter Schuldgefühlen nicht entscheiden für mich. Hätte ich doch sofort nach Mutters Tod geheiratet. Ja, geheiratet. Und dann ist er, weil du abgehauen bist, nochmal für 2 Jahre in die innere Emigration gegangen. Es brauchte sehr viel Liebe, sehr viel Geduld, um ihn da wieder rauszuholen. Wir müssen die Schule so schnell wie möglich wieder öffnen, Jo. Wenn du mir sagst, mit welchen Lehrern, gerne. Dieses verdammte AIDS, es sterben einfach zu viele. Hallo? Ja, wir haben wieder mal die Schule schließen müssen, wegen Lehrermangel. Diesmal die von Bernhard. Warum gehst du mir aus dem Weg? Er erstickt und ich kann nichts tun. Er erstickt, weil Sie ihm immer wieder versuchen zu helfen. Hat er das gesagt oder ist das wieder eine Ihrer unnachahmlichen Freundlichkeiten? Er will, dass ich dich da raushole. Siezen oder duzen wir uns jetzt eigentlich? Mal so, mal so. Mal sind wir uns fremd, mal sind wir uns nah. Jo, eigentlich könnte Miriam hier unterrichten. Was denkst du? Vielleicht fragst du mich mal, was ich davon halte. Hallo, Bernhard. Hallo, Miriam. Bevor du bei Jane in der Schule landest. Ich habe das nie gelernt. Die beste Voraussetzung. Man lernt mit denen, die man unterrichtet. Das haben schon viel weniger begabte Menschenkinder hingekriegt. Dein Glaube an meine Fähigkeiten irrt mich. Er wächst mit jedem Tag. Er nimmt mich einfach nicht ernst. Das ist seine schwer durchschaubare Art, seine Zuneigung zu zeigen. Kommst du mit nach Hause? Nein, sie fährt mit mir nach Philadelphia. Wie, wann? Na jetzt, wie ich das mit Stefan ausgemacht habe. Dann nehme ich das Fahrrad mit. Und wer fragt mich? Du hast mir gefehlt. Warum will er, dass du dich um mich kümmerst? Weil er ganz sicher sein will. Dass ich ihm treu bin? Nein. Dass du ihn liebst. Aber das tue ich doch. Mehr denn je. Trotzdem würde er mich am liebsten wegjagen. Er stellt alles in Frage. Und tut mir so weh. Wenn man jemanden liebt, tut es immer besonders weh. Da ist er, der Pickup. Fahr ihm hinterher. Das ist doch Quatsch. Nie im Leben. Doch, das ist er. Jetzt fahr schon, mach schneller. Glaubst du, was wir hier machen? Das bringt nichts. Ich muss es wissen. Du musst nicht aufhören zu hoffen, dass man sie findet. Du musst nur aufhören, täglich zu hadern, dass man sie noch nicht hat. Lass das! Bist du wahnsinnig?
Nicht jeder Schwarzer, der ein Pickup fährt, ist ein Verbrecher. Wann begreifst du das endlich? Wann begreifst du, dass die Chance, sie zu erwischen, unheimlich gering ist? Miriam, du musst lernen, ohne Rache zu leben. Es tut mir leid, ich krieg die Bilder nicht aus meinem Kopf. Willkommen! Karl! Willkommen, Stefan. Schön, dass es dir wieder so gut geht. Ja, wollt mal sehen, wo du dir deine Schweinereien so ausdenkst. Familienausflug, wie immer. Das kann ja heiter werden. Wo ist eigentlich Miriam? Die ist mit Jo unterwegs. So muss es sein. Amina! Nun, wie läuft's mit euch? Sehr gut, danke. Haben Sie etwas anderes erwartet? Naja. Ich hoffe, du weißt, was du dir mit Karl zumutest. Also, ich habe den Eindruck, dass er nicht halb so schlimm ist wie sein Ruf. Wenn einem von euch etwas wehtut, dann musst du das sagen. Verstanden? Was soll ich hier an der Schule? Ich möchte, dass du Jane mit den Kindern hilfst. Hallo, ihr kennt euch ja. Ja, ja klar. Schön, dass du wieder hier bist. Ich habe Miriam gebeten, euch ein bisschen unter die Arme zu greifen. Machen die alle einen AIDS-Test? Nein, nur normale Vorsorge. Aber das andere wäre doch viel wichtiger. Das geht nicht. Das ist verfassungswidrig. Und? Wenn schon. Sie hat recht. Von alleine kommen die doch sowieso nicht zum Test. Kinder, so einfach ist das nicht. Da muss man erstmal mit den Eltern reden. Dann lass uns erstmal das Chaos organisieren. Vater, was redest du da? Du kannst doch nicht einfach so über mich bestimmen. Stefan, begreifst du das nicht? Bernhard will ganz aufhören. Ach komm, so einer wie der hört doch nie auf. Bitte, Stefan, nicht in diesem Ton. Sie sollten nicht sofort entscheiden, Herr von Braun, sondern erst mal in aller Ruhe überlegen. Da gibt's nichts zu überlegen. Ich will die Farm nicht. Ich will sie nicht. Du könntest sie auch vom Rollstuhl aus sehr gut leiten. Vielleicht habe ich aber dazu keine Lust. Und keine Lust auf eure wunderbaren Wir peppeln dich schon auf Spielchen. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, wie ich mir das denke, mit der Rosebud. Das interessiert mich einen Scheißdreck, Vater. Karl? Karl, kommst du mal bitte? Was ist denn für ein Aufstand? Sag ihnen, dass ich das nicht mache. Auf keinen Fall, ja? Ach, das habe ich mir schon gedacht. Als Bernhard mir erzählt hat, was er vorhat. Und Miriam? Warum lässt du nicht Miriam das alles machen? Wenn ihr verheiratet seid, dann gehört doch Miriam sowieso zur Familie. Miriam? Sicher. Sie wird die Farm irgendwann verkaufen und dann... Wer meinte? Das glaube ich nicht. Dein Sohn will diese Frau halten. Wie hält man eine Frau mit Besitz und Geld? Das ist ganz einfach. Lass deinen Zynismus, Karl. Miriam ist das eine so egal wie das andere. Du musst nicht von dir auf andere schließen, Karl. Aber Bernhard, ich finde seine Idee ziemlich gut. Ich auch. Dann hätte sie nämlich was zu tun. Ich will, dass ihr sie mit Arbeit zuschüttet. 24 Stunden rund um die Uhr. Und dann hat sie bei dir gute Laune. Nein. Dann kann sie mich vergessen. Ich verstehe ihn einfach oft nicht mehr. Er muss sich erst neu zurechtfinden. Das dauert. Manchmal glaube ich, er will sich gar nicht zurechtfinden. Er ist so destruktiv. Ich glaube, du beschäftigst dich viel zu sehr mit ihm. Ja, du bist genau wie Joe. Immer um die anderen, nur nicht um dich selber kümmern. Du kennst Joe sehr gut, oder? Das kann man so sagen. Was möchtest du wissen? War nur eine Feststellung. Hör auf, Miriam für alles verantwortlich zu machen. Sie kann nichts für diese Situation. Kümmere dich endlich um dein Leben, Bernhard. Und um Denise. So wie du dich um dein Leben kümmerst. Ich kümmere mich nur um mein Geld. Meinst du das jetzt ernst? Das andere habe ich, glaube ich, verlernt. Ach, Karl, vielleicht passieren solche Sachen ja.
damit man anhält und etwas ändert. Ja, vielleicht. Warum gibst du ihr keine Chance? Du bist so hart zu ihr, so ungerecht. Ich gebe ihr jede Chance. Aber euch beiden nicht. Miriam braucht ein anderes Leben. Und ich auch. Stefan, ich verstehe dich. Zwischen Bernhard und mir war das auch nicht leicht, das weißt du doch. Stefan, du kannst Miriam nicht. Natürlich. Du kannst mit deinem Anteil an Rosebud machen, was du willst. Aber lass sie doch unterrichten oder etwas Soziales. Was versteht sie denn vom Wein, vom Obst, von Äpfeln? Vater, lass uns bitte nicht rumdiskutieren. Ich will das so und ich bitte dich darum. Tu es mir zuliebe. Bernhard. Auch wenn ihr es alle nicht hören und wissen wollt. In den letzten 3 Wochen sind alleine hier 12 junge Frauen an AIDS gestorben. Sie sterben, weil ihr Kreislauf, weil ihre Lunge versagt. Sie sterben an Infekten, weil ihre Körper geschwächt sind. Sie sterben nicht, weil Gott es so wollte oder die Ahnen. Sie sterben, weil sie sich anstecken. Weil sie beim Sex nicht aufpassen, weil sie nicht Bescheid wissen. Wir bieten euch in 4 Tagen noch einmal eine Sprechstunde an, in der wir einen kostenlosen AIDS-Test durchführen werden. Ich weiß, es kostet Überwindung, aber ich werde da sein und ich bitte euch auch zu kommen. Nehmt die Gelegenheit wahr. Tut es für euch, für eure Männer und für eure Kinder. Danke. Und nun singen wir gemeinsam. Ich bin froh, dass du gekommen bist, Harari. Und? Habe ich dein Wort? Du hast mein Wort. Da bin ich froh. Kusikakulu. Bernhard hätte nicht länger warten können. Du weißt, er hätte euch längst durch andere Arbeitskräfte ersetzen können. Ja, ich weiß. Komm mal mit. Komm. Komm. Und? Ist alles okay? Alles okay. Übrigens, danke fürs Rad. Hoffentlich nehmen es ihm die Großen nicht gleich weg. Deswegen werden wir alle in 2 Tagen auf die Farm zurückkehren, mit unseren Familien. Rosebud und Bernhard haben auf euch gewartet. Alle freuen sich, dass ihr endlich wiederkommt. Ich erwarte von euch, dass ihr sie nicht enttäuscht. Du hast mein Ehrenwort, dass alles genau so läuft. Okay, ich muss los. Sag Bernhard, er soll nicht vergessen, das Opferlamm mitzubringen, okay? Also, bis keine dann. Angst. Wir werden da sein. Keine Angst. Na. Jetzt habe ich meinen Hut schon wieder vergessen. Schon gut, ich hole ihn dir. Na, ihr sollt euch doch nicht streiten. Hm? Er lässt mich nicht fahren. Er hat's geklaut. Nein!
Komm, hilf mir mal. Heb sie hoch. Mach die Tür auf. Was ist passiert? Wir haben sie so gefunden. Welche Schwalbe war das? Ich weiß es nicht. Ich bringe sie ins Krankenhaus. Nach Stellenbosch. Und dann gehe ich zur Polizei. Sie werden nicht entkommen. Das müssen wir selber in die Hand nehmen. Dafür werden sie bezahlen. Ihr habt doch die ganze Zeit hier gespielt. Ihr müsst doch irgendwas gesehen haben. Ist jemand weggerannt? In die Richtung. Den Polizeichef persönlich, habe ich gesagt. Verstanden? Ja, Henry? Pass auf, es muss was passieren. Du musst sofort ein paar Leute herschicken, sonst kann das hier explodieren. Hallo, Miss Miriam. Sie sollten nach Hause gehen. Es wird bald dunkel. Zu Hause ist keiner. Sind alle in Kapstadt. Mhm. Glaubst du auch, dass über all dem hier ein Fluch liegt? Weiß nicht. Eigentlich glaube ich nicht an sowas. Aber du hast dich doch beschneiden lassen und läufst seit einem halben Jahr in diesem Aufzug rum. Sogar bei sengender Hitze. Das ist unsere Tradition. Die ist wichtig. Auch wenn man an Gott glaubt. Damit du dich nicht wie ein Dieb hier reinschleichen musst. Setz dich zu mir. Danke. Die Vergewaltigungen nehmen kein Ende. Hast du Nachrichten gehört? Ich würde mit diesen Kerlen kurzen Prozess machen und sie erschießen. Da änderst du gar nichts mit so rabiaten Methoden. Ich bewundere diesen Bischof. Ach, er ist viel zu lasch. Der wird überhaupt nichts bewegen. Er hat den langen Atem, den dieses Land braucht. Stefan? Mr. Stefan hat angerufen. Sie kommen etwas später. Und Usimvubu wartet draußen. Wer? Der Bischof. Sag ihm bitte, ich komme. Thank you.
war ein schrecklicher Tag. Wenn ich dir erzähle, Stefan war bei mir auf der Mailbox. Er wollte mich unbedingt sprechen. Ich habe Angst um ihn. Und um mich. Ich kann nicht. Ich weiß. Als ich ihn auf meinem Band gehört habe. Bist du hier gekommen? Ja. Weil ich einen Grund hatte, dich zu sehen. Stefan, du wolltest mich dringend sprechen. Ich bin zu müde und zu erschöpft. Sei mir bitte nicht böse. Ich danke dir, Usim Wubu. Mango, wofür? Weil du Maria geholfen hast. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich sie beide umgebracht mit meinen bloßen Händen. Auch wenn ich erst ab nächster Woche ein richtiger Mann bin. Ein richtiger Mann überlässt solche Dinge der Justiz, Mango. Dann versprich mir, dass sie bestraft werden. Ich verspreche es. Warum hast du nicht mit ihm geredet? Er ist gekommen, um mit dir zu reden. Er war ja wohl nicht aufnahmefähig, oder? Wegen mir? Er muss kein schlechtes Gewissen haben wegen mir. Du musst ein schlechtes Gewissen haben, so von ihm zu denken. Was denke ich denn? Es ist mir scheißegal, was du denkst. Ja, ich wollte ihn anfassen, ich wollte ihn küssen, weil ich einmal wieder mich selbst spüren wollte. Ich weiß. Du weißt überhaupt nichts mehr von mir, gar nichts. Wenn das so ist, dann will ich, dass sie anders damit umgeht. Mit Joe hat das alles nichts zu tun. Er mag mich, ich mag ihn, sonst ist da nichts. Wegen mir, weil ihr euch nicht traut. Und selbst wenn es so wäre, du hast überhaupt keinen Grund, so mit mir und mit dir umzugehen, außer dein verdammtes Selbstmitleid. Du behandelst mich, als wäre ich Luft, als wäre ich gar nicht da. Ich bin nach Deutschland gefahren, habe da alles auf Eis gelegt, weil ich hier sein will bei dir. Aber ich kann tun, was ich will. Ich kann schreien, heulen. Schweigen. Ich erreiche dich nicht mehr. Stefan Scholz, warum stößt du mich weg? Was habe ich denn getan? Was kann ich denn überhaupt noch tun? Desto schlimmer, desto unerträglicher wird es für mich. Das hat Joe auch gesagt. Was soll ich denn tun? Soll ich dich verlassen? Ich verlasse dich nicht, nicht jetzt, wo alles so schwer ist. Es wird nicht leichter, glaub mir. Es geht nicht darum, dass es leichter wird. Es geht darum, dass du endlich anerkennst, was ist, was ich schon längst getan habe. Hast du nicht. Wo gehst du hin? Ich hab dir... Stefan, wo bist du? Miriam. Stefan liebt dich. Das weißt du. Er liebt dich mehr als sein Leben.
Ich werde dafür sorgen, dass man sich um euch kümmert. Und ich werde dafür sorgen, dass dieser Irrsinn endlich aufhört. Sex mit einer Jungfrau als letzte Rettung gegen AIDS? Wie willst du das aus diesen Köpfen je wieder rausbringen? Seht zu, dass keiner von Ihnen misshandelt wird. Das ist eine Beleidigung, Bischof. Wir leben jetzt in einem Rechtsstaat. Danke, dass das so still und reibungslos funktioniert hat. Danken Sie meinen schwarzen Kollegen und den Frauen im Township, die die Kerle so schnell gefunden haben. Ich kann dir bei deinem Kampf gegen die weiße Krankheit helfen. Und das tue ich auch. Ich weiß. Und ich danke dir dafür, dass du diese Leute zu mir schickst. Aber du musst helfen, dass dieser wahnsinnige Irrglaube endlich aufhört. Keiner von uns hat ihnen je gesagt, dass Sex mit Jungfrauen sie von AIDS befreit. Wir müssen das stoppen. Wir müssen diesen Teufelskreis irgendwie unterbrechen. Ich kann meinen Leuten kein Vertrauen in euer System vermitteln, wenn es dauernd versagt. Auch das weiß ich. Es kann nur jeder mit seinen Mitteln alles versuchen. Immer wieder. Die Menschen rauben und morden, weil sie haltlos sind, wurzel- und ziellos. Verlorene, verdammte Seelen. Diese Menschen gehören nicht mehr zu uns. Sie gehören nicht mehr hierher. Der Staat tut alles, um euch vor ihnen zu schützen. Der Staat ist machtlos. Und wie will er das tun? Ich versuche es täglich. Mal gelingt es, mal nicht. Du musst mich bei diesem Kampf unterstützen. Blumle Mfana, uhambe kakuhle. Inkosi kusikelele. Ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr weiterhin Ruhe herrscht. Oma hat für das Ganze die Verantwortung übernommen. Ja, genau. Solange sie ruhig ist, sind es alle anderen auch. Dann sorgt dafür. Machen wir. Bis dann. Mach's gut. Du musst dafür sorgen, dass die Frauen sich beruhigen. Ruhe wird erst dann wieder eintreffen, wenn sie verurteilt sind. Ich tue alles dafür, dass das passiert. Und du tust das Deine. Wenn dein Staat Osimbubo unsere Frauen schützt, dann werden wir alle wieder ruhig schlafen. Auf eine erfolgreiche weitere Zusammenarbeit. Danke sehr. Hallo. Sind das deine Hütten? Bist du dafür verantwortlich? Wieso ich? Ich baue auf Land, das mir die Regierung zur Verfügung stellt. Ich dachte, du wolltest damit aufhören. War das der Kerl, mit dem du diese Geschäfte hier machst? Der sitzt doch in der Regierung, oder? Anina, komm, setz dich. Ich erkläre das. Hä? Ich habe keine Zeit. Ich habe jetzt einen Termin mit Stefan. Stefan? Was will denn der schon wieder? Und Sie sind sicher, dass Sie alles so verfügen wollen? Sie sind mit Frau Steiner nicht einmal verheiratet. Ich bezahle Sie nicht für Ihre Meinung, sondern dafür, dass Sie ausführen, was wir hier besprechen. Es ist mein Job, Ihre Entscheidung erstmal zu hinterfragen. Stefan spürt das. Er spürt es seit dem ersten Abend, an dem ihr euch kennengelernt habt. Joe und du. Das ist doch Blödsinn, absoluter Blödsinn. Ja, man kann alles verdrängen. Es bleibt trotzdem. Miriam. Wenn der Unfall nicht gewesen wäre, dann wahrscheinlich könntest du dich dann trennen von ihm. Denise, warum sollte ich mich trennen von ihm? Ich liebe ihn. Ja, sicher, du liebst ihn, aber okay, was soll ich machen? Sag ihm, was los ist. Es wird ihm helfen, es bringt ihn sonst um. Aber das, was du glaubst zwischen Joe und mir, das stimmt einfach nicht. Ich mag ihn. Eure Lieder, solange bis Jane wiederkommt. Der kann also.
So kann das nicht weitergehen. Du brauchst endlich einen richtigen... Was? Ein Auto oder einen Mann? Ich wüsste einen. Ben, dein Ex? Nee, ich ertrage sowieso keinen wirklich. Außer vielleicht Joe. Den würdest du, wenn du ihn hättest, auch nicht ertragen. Ja, ich weiß. Er kann manchmal ganz schön unerträglich sein. Ja, er ist immerhin der Vater von Emily. Weiß die Kleine das eigentlich? Nein. Außerdem weiß es keiner. Ihm solltest du es zumindest nach all den Jahren endlich sagen. Na? Da bin ich ja bald arbeitslos, wenn du so weitermachst. Aushilfen sind Aushilfen und wenn man wie ich nicht die wirkliche Verantwortung trägt. Dann kann ich dich also öfter mal einspannen. Ich komme gern. Gut. In der Schule? Die Kinder sind total begeistert. Schön. Als Junge war ich so stolz, dass das alles uns gehört. Hier bin ich geboren, aufgewachsen und jetzt am Ende wieder hier angekommen. So schließt sich der Kreis. Was meinst du damit? Ich will, dass es dir wieder gut geht. Stefan, mir geht's gut, wenn es dir gut geht. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir müssen aufhören, uns was vorzumachen. Wenn ich gesund wäre, dann würdest du mich doch verlassen, oder? Hat Denise diesen Schwachsinn eingeredet? Ich wäre nie mit Joe zusammen, nie im Leben. Ich hab's doch gesehen. Ich hab doch gesehen, was zwischen euch ist. Du kannst gerne weiterreden. Red so viel du willst. Ich verstehe kein Wort, ich höre mir solchen Schwachsinn nicht an. Irgendwann wirst du mich verstehen. Sind wir wieder allein? Wir werden schon irgendwann auftauchen. Guten Appetit, mein Schatz. Danke. Du sorgst dich um Stefan. Ja. Liebst du mich eigentlich? Ja. So gut ich kann. Ist dir das nicht genug? Doch. Doch. Kommst du? Ich habe einen Tisch in Venezia reserviert. Ich bin noch mittendrin, Karl. Ach. Übrigens... Ich werde deinen Bischof doch unterstützen bei dieser AIDS-Aufklärung. Vielleicht hast du ja recht, vielleicht bringt's wirklich was. Aber es geht hier nicht um mich. Du musst mich nicht beruhigen. Es geht hier ausschließlich um dich, was du mit dir selbst und mit anderen machst und warum. Hör mal, das ist mein Geschäft. Und Geschäfte haben nun mal eigene Regeln. Bitte spar dir deine Erklärung. Lass mich jetzt, ich habe noch viel zu tun. Karl Hauer, ich wollte Ihren Sohn sprechen. Sie sind dieser schreckliche Mensch, der permanent nur Ärger macht? Ganz genau. Ich bin der schreckliche Mensch. Obwohl ich eigentlich nur die Leute ärgere, die mich ärgern. Aber die mit großer Freude. Egozentrisch also auch noch. In meiner Sprache nennt man das interessensgesteuert. Kein Wunder, dass mein Sohn sie nicht ausstehen kann. Man muss nicht wirklich jeden lieben, mit dem man Geschäfte macht. Wo ist denn Ihr Sohn? Ich erwarte ihn. Sie wollen mich nicht höflicherweise ins Haus bitten? Ich bin bekanntermaßen nie höflich. Aber es ist sein Haus und er hätte Sie reingebeten, also kommen Sie schon.
verletzt? Nein, alt. Naja, aber so alt auch wieder nicht. Das denke ich mir auch manchmal. Um was für ein Geschäft geht's denn? Ach, wissen Sie, ich will Ihrem Sohn ein bisschen helfen. Bei seinem AIDS-Projekt. Kaffee? Sandwich? Ach so, dass ich in diesem Haus was angeboten bekomme? Ja, gerne. Okay. Was hat ein Mann wie Sie mit AIDS-Aufklärung zu tun? Image, verstehen Sie? Auch ein Bauunternehmer braucht hin und wieder gute Presse. Sage ich ja. Egomanisch. Wie Ihr Sohn. Ich denke, du hast gute Chancen, den Job an der Highschool in Stellenbosch zu bekommen. Ich habe den Direktor bei der Fortbildung getroffen. Der ist ja richtig begeistert von dir. Er hat mich schon angerufen. Und? Ich werde es mir bis nächste Woche überlegen. Ich würde das unbedingt machen. Und mein Kind backen, für die es hier eh zu einsam ist. Und dann komme ich endlich zu dir. Ach, Jane, das geht doch nicht. Ich weiß doch, dass du das nicht aushältst. Aber ich könnte in deine Nähe ziehen. Nach Philadelphia oder meinetwegen nach Wellington oder so. Obwohl ich mich wirklich ungern von dem Haus hier trennen würde. Jane, ich bin dein bester Freund. Aber du willst was anderes von mir. Das kann ich dir nicht geben, nicht in 100 Jahren. 15 Jahre geht es jetzt. Und ich erwarte ja nicht, dass du dich änderst. Du bist mit deinem Beruf verheiratet. Das habe ich ja über die Jahre nun wirklich kapiert. Vielleicht ist das der Fehler. Was? Dein Beruf? Oder dass ich immer so nett bin? Meine Egomanie. Du und selbstkritisch. Was ist denn passiert? Ich bin müde und ausgelaugt. Du hattest noch nie mehr Energie. Du bist verliebt. Du liebst sie. Wie ich dich seit Jahren liebe und mich nicht getraut habe, sein zu fordern. Was du bei der Gelegenheit auch endlich wissen sollst. Emily ist seine Tochter. Was machst du denn hier? Auf dich warten, was sonst? Warum hier draußen? Weil ich keine Lust auf Smalltalk hatte. Meine Mutter weiß gar nicht, was das Wort bedeutet. Eben. Ja? Miriam, kannst du auch nicht schlafen? Ich warte auf Stefan. Meinst du, es war Joe? Was soll er reden mit ihm? Über dich und Joe? Was soll er da reden? Du sagst doch, da gibt es nichts zu reden. Da gibt es auch nichts zu reden, auch wenn du das nicht glaubst. Miriam, was ich glaube. Stefan hat so merkwürdige Sachen gesagt. Kannst du sie ihm ausreden, auf dich hört er. Was erwartest du von mir? Ich kann dir das nicht abnehmen. Lass sie verdammt nochmal nicht so hängen. Sie quält sich mit Schuldgefühlen, will alles richtig machen und weiß nicht wie. Wie soll sie dir helfen, wenn du jegliche Hilfe verweigerst? Sie kann mir nicht helfen. Ach komm, das ist arrogant und selbstgerecht. Du hast deinen Kopf, der ist völlig in Ordnung. Dann gebrauch ihn gefälligst und fang was Neues an. Und schlag nicht alles kaputt,
sondern bring Ordnung in dein Leben und Ruhe. Da bin ich gerade dabei. Entschuldigung, wenn ich so heftig bin. Es war alles ein bisschen viel die letzten Tage. Soll Nana euch noch was bringen? Mutter, wir reden. Ich meine nur einen Toast oder was? Nein, wir wollen auch nichts essen. Na ja, ist ja gut. Ich sehe ja schon. Ich möchte, dass du dich um sie kümmerst. Um meine Mutter? Nein, um Miriam. Stefan, ich kann mich nicht um sie kümmern. Sie liebt dich. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Doch, doch. Das würde sie nie zugeben, aber... Und du? Du liebst sie doch auch, oder? Was soll denn die Frage? Ganz verblödet, ich weiß. Sag doch einfach ja. Mein Gott, sag einmal ja zu einer Frau. Warum kannst du das nicht? Schlechtes Gewissen wegen mir brauchst du nicht zu haben. Ist es wegen deiner Mutter? Ah, die berufliche Obsession. Du tickst doch nicht richtig. Du Heiliger, du Lichtgestalt. Joe, ich kenne keinen Menschen, der so egomanisch und narzisstisch ist wie du. Du verlangst von deinen schwarzen Hundertschaften, dass sie ehrlich und aufrichtig leben. Und was machst du? Du willst von allen geliebt werden, ja. Aber selber lieben, nein, das wollen wir nicht. Das könnte ja wehtun, ne? Joe, wenn du jetzt nicht ja sagst, dann... Dann hast du nie gelebt. Bravo, Stefan. Endlich einmal sagt ihm das jemand. Mutter, bitte. Dann war es ja gut, dass ich hier war. Ich bin müde, ich will nach Hause. Soll ich dich bringen? Nee, Walli wartet. Nacht, Stefan. Nacht. Bin ich wirklich so schlimm? Nein, Mutter. Du bist nicht schlimm. Du bist schrecklich. Aber leider ist jedes Kind irgendwann mal für sich selber verantwortlich. Ja. Hast dich ja nie von mir unterkriegen lassen. Jahrelanges Überlebenstraining. Ja. Stefan ist merkwürdig. Du musst dich um ihn kümmern. Vielleicht sollte ich mich mal um mich selber kümmern. Wach? Ja. Stefan, ich habe nachgedacht. Natürlich kann Miriam, ich meine, wenn sie das überhaupt will. Danke, Vater. Aber dann musst du auch... Ja, typisch. Wieder irgendwelche Bedingungen, nicht? Es gibt einen Arzt in der Nähe von Durban. Vater, ich bin Arzt. Ich kenne die Befunde. Ich weiß, was mit mir ist. Ausreden. Ich habe gehört, dass er in zwei Fällen... Er ist ein Sangoma. Ausgerechnet, du schickst mich zu einem Sangoma. Wenn es dir hilft. Hilft es dir denn, Vater? Ja, das würde mir sehr helfen. Ich glaube... dass du noch immer irgendetwas gut zu machen hast. Hast du nicht, Vater? Akzeptiere doch einfach, was ist. Und ich tue es doch auch. Ich bemühe mich ja. Ich weiß, und das reicht ja auch schon. Danke, Vater. Thank you.
endlich bist du da. Ja, ich bin da. Weißt du was? Was? Andere haben es viel schwerer. Denn wenigstens uns. Ja. Schlaf schön, mein Schatz. Damit zum Einzug alles gut wird, müssen die Ahnen alles Gute wollen. Ihr seid mir die Richtigen. Geht in die Kirche als brave Christen und dann sowas. Beides geht. Eines ist unsere Tradition, unser Leben. Das andere ist eure Tradition, euer Leben. Beides ist gut. Du hast recht. Beides ist gut. Thank you.
Er war mein Freund. Er wollte, dass ich ihn und seine Frau Miriam hier an dieser Stelle traue. Wir sind heute hier ohne ihn, um zu trauern, um seiner in Liebe zu gedenken. Sein Taufspruch war zugleich Sinnspruch seines Lebens, das durch einen schrecklichen Unfall jetzt so jäh beendet wurde. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Menschen zu helfen, dafür lebte er, ungeachtet ihrer Herkunft und Hautfarbe. Er war schon als Kind einer, der Brücken schlug, der Menschen miteinander versöhnte. Als ein Bruch durch sein Leben ging, nach dem Tod seiner Mutter, verließ er uns das erste Mal. Aber er kam wieder zur Versöhnung. Jenseits von Rache und Zwietracht war die Liebe sein Leben. Möge sein Tod auch unsere Herzen öffnen. Damit im Land des Regenbogens, im Land von Mandela und de Klerk, alle irgendwann gleichberechtigt nebeneinander ihren Platz finden. So wie wir heute, an diesem Ort, wo die Ängste der Vergangenheit dem Gedanken weichen, diesen Freund gemeinsam zu feiern und zu ehren. Mir, dass Miriam bei uns bleibt. Ja. Jetzt auch Fieber. Sie wird sich bei Pat angesteckt haben. Ich weiß, aber ich habe Angst, dass... Ich meine, die Petronella. Da ging's auch mit Schnupfen los. Sophia, Pat und Ellie haben einen stinknormalen Schnupfen. So wie Bernhard. Der hat es dauernd. Und Maria? Was ist mit Maria? Sie ist aus der Klinik zurück. Hat sie den AIDS-Test gemacht? Wie sollen wir euch helfen, wenn ihr die Tests nicht macht? Harari sagt, die Medizin, die man nach dem Test nehmen muss, ist Gift für uns. Aber Sophia, das ist Unsinn. Das ist kompletter Unsinn. Das werden wir Ihnen ausreden. Habt ihr alles im Griff? Fehlt noch was? Nee, alles okay, danke. Okay.
In diesem Jahr kommen bestimmt noch viel mehr als im letzten. Emily, kommst du? Ja. Es war mal ein ganz kleines Kirchenfest. Damals, als du angefangen hast. Ja, und nur für Weiße. Und inzwischen für alle. Irgendwann wirst du zu einem der Ehren. Was heißt das überhaupt? Und selbst wenn, wäre das so schlimm? Für mich nicht, aber vielleicht für deine Kirche. Du meinst, weil ich mich vom normalen Weg so weit entfernt habe. Aber das waren doch die, die was verändern wollten und verändert haben immer. Danke fürs Fahren. Ist doch zu blöd mit dem Auto. Wenn du willst, kann ich dich morgen zur Werkstatt bringen. Das habe ich schon organisiert. Aber du könntest Emily übermorgen von der Schule zum Kirchenfest mitnehmen, wenn das ginge. Natürlich geht das. Ich habe nämlich meinen Termin in Stellenbosch. Und? Ich werde es machen, aber nur halbtags. Wieso das denn? Tja. Na, wegen meinen Kindern in Philadelphia. Das sind verdammt noch mal vor allem meine Kinder. Nicht fluchen. Ja. Wegen Emily habe ich nachgedacht. Tatsächlich. Worüber denn? Ich werde mich mehr um sie kümmern. Das ist eine gute Idee. Und man sollte es ihr sagen. Das ist eine schlechte Idee. Und wer ist außerdem Mann? Warum soll ich ihr was sagen, wenn sich ohnehin nichts ändern wird? Ich werde mir mehr Zeit für euch nehmen. Der Vorsatz ehrt dich, aber der wird sich in der Realität genauso wenig umsetzen lassen wie bisher. Du wirst es nie auf die Reihe kriegen. Und warum sollen wir Emily das Leben schwer machen? Wie soll sie verstehen, dass ihr Vater sich sein Leben nicht anders einteilen kann? Morgen wird es wahrscheinlich wieder heiß. Ich werde versuchen zu schlafen. Miriam, bitte bleib hier. Ich kann nicht. Miriam, ich werde alle Familien hier auf der Farm testen lassen auf HIV. Und da bräuchte ich deine Hilfe. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, war es wie jetzt. Wenn man geblendet wird, kann man nicht richtig sehen. Ich habe dich immer richtig gesehen. Geh mir noch einen Schritt. Warum hast du heute gesagt, dass es ein Unfall war? Wieso? Du weißt doch ganz genau, dass er sich mit diesem verdammten Flugzeug umgebracht hat. Er wollte, dass es so aussieht wie ein Unfall. Und alles haarklein geplant und vorbereitet. Bis ins kleinste Detail. Er hat mir seinen Anteil an Rosebud vermacht, um mich hier zu binden. Er war schon immer ein Perfektionist. Ich hätte es merken müssen. An dem Abend, als er bei mir war, hätte ich es merken müssen. Am Abend vor seinem Tod.
Und erwarte, dass du dich um mich kümmerst. Woher weißt du das? Du bist Teil seines Plans. So wie ich. So wie wir alle. Wird alles bis ins Kleinste arrangiert. Damit wir glücklich sind. Ich werde abreisen. Das kannst du nicht. Doch, ich werde abreisen. Du musst darüber schlafen. Schlaf zwei Nächte darüber und dann lass mich dich fragen. Das dürfen Sie nicht. Das dürfen Sie nicht, Miss Miriam. Was darf ich nicht machen? Mango, hör auf damit! Komm endlich! Belästigt er Sie, Miss Miriam? Mango belästigt mich nie, Eric. Es ist alles in Ordnung. Komm, Mango. Er wird heute schlecht schlafen. Albträume. Hoffentlich. Was wolltest du sagen, Mango? Man darf die Harmonie nicht zerstören. Schlaf gut, Mango. Miriam! Du kannst doch nicht einfach so gehen. Das hätte ich nicht gedacht, dass du einfach so gehst. Denise, warum sollte ich Farmer oder Weinbauer werden? Für Stefan hätte ich das vielleicht getan, aber es gibt für mich keinen Grund zu bleiben. Gut, Maria. Auch wenn du jetzt gehst. Vor deinen Gefühlen kannst du nicht weglaufen. Ich laufe nicht weg. Ach ja, nein, natürlich, du läufst gar nicht weg. Weil du dir die Wahrheit gar nicht eingestehst. Da bist du genauso wie Joe. Da passt ihr wieder zusammen. Amina? Warum hast du nicht aufgemacht? Ich habe geläutet. Was willst du? Ist das der Grund? Ich bin Geschäftsmann und kein Heiliger. Das mit den Kindern, das tut mir leid, aber es ist doch nicht meine Schuld, wenn die Leute krank werden. Weißt du was, Karl? Ich glaub dir das sogar. Aber? Du bist trotzdem verantwortlich, weil du genau weißt, was du tust. Was hat dein Freund Bernhard gesagt? Wissen Sie, was Sie sich mit Karl zumuten? Tja, ich dachte, ich wüsste es. Aber es geht einfach nicht. Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Weder beruflich noch privat. Ich habe immer das Gefühl, dass dich nichts berührt. Dir ist alles scheißegal. Solange es dir nur Geld einbringt. Und abgesehen davon, du verachtest die Schwarzen. Und letztendlich auch mich. Aber das ist nicht wahr. Es geht auch nicht um Schwarz und Weiß, es geht um dich und um mich. Naja, ich bin vielleicht ein Zyniker und ich liebe das Geld. Ja, und ich glaube auch nicht an die Gleichberechtigung. Nicht jetzt. Schau dir doch das Land an, das versinkt in Armut und Kriminalität.
Ohne uns Weiße würde hier alles früher oder später den Bach runtergehen. Das stimmt. Und wir haben AIDS, das 10 Millionen umbringen wird. Aber wir sind frei. Sieh dich mal um. Als ich noch ein Kind war, durfte ich hier nicht am Strand spielen, so wie die weißen Mädchen. Heute habe ich es geschafft. Ich bin zurückgekommen und kann es mir leisten, hier zu leben. Es ist ein Anfang. Und es ist ein Kampf, der sich nur lohnt, wenn man weiß, wofür man kämpft, jeden Tag aufs Neue. Und du gehörst zu denen, die das niemals begreifen werden. Nina, ich versuche dich ja zu verstehen. Ich glaube nur nicht, dass es so funktioniert. Genau. Und ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht daran glaubt. Lass die Hausschlüssel auf der Kommode, wenn du gehst. Hallo, Sophia. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Das kommt nicht in Frage. Das geht nicht so einfach. Das habe ich auch nicht gesagt. Du kannst dich hier nicht einfach aus dem Staub machen. Das geht nicht. Wo sind denn alle? Jane ist bei Joe im Township bei seinem AIDS-Projekt. Sophia, du musst sofort mitkommen. Sie sind frei. Man hat sie freigelassen. Jetzt komm schon, komm endlich. Frei. Die Vergewaltiger von Maria sind frei. Nein, nein, sie können nicht mit. Nein. Zingy, lass sie doch mitkommen. Na, was ist? Fährst du mit oder fährst du nicht mit? Miriam, steig ein! Ärzte sind hier, Freunde von mir. Sie werden gemeinsam mit einem jungen Assistenzarzt den Bluttest durchführen. Und die erklären euch dann auch im Einzelnen, wie das alles abläuft. Und wenn ihr das alles hinter euch habt, dann freue ich mich ganz besonders morgen auf unser gemeinsames Kirchenfest. Marias Vergewaltiger sind frei. Aber es war doch noch gar kein Prozess. Ich weiß nicht, die sind auf Bewährung rausgekommen. Du musst sofort was machen. Was machst du hier? Verschwinde, Mango! Nein, Oma, ich verschwinde nicht. Liebet eure Feinde. Segnet die euch verfluchen. Und wohl denen, die euch hassen. Usim Vubu hat recht. Weil er uns schützen will. Wir töten nicht. Wir sind keine Mörder. Wir sind nicht wie sie. Geh zur Seite, verschwinde, mein Kind. Du hast Petronella an AIDS verloren. Willst du zur Mörderin werden, Oma? Willst du das? Willst du wirklich dein Enkel opfern? Dein Fleisch und Blut? Dann sollen sie mich töten. Oh Gott. Wir hören auf. Lass
ist vorbei. Es wird keiner mehr getötet. Kyle, nicht schießen! Ich klage euch an, weil ihr mein Volk tötet, anstatt es zu beschützen. Weil ihr uns der Gewalt ausliefert, anstatt sie zu verhindern. Ich klage euch an, weil ihr von Gerechtigkeit redet und immerfort Unrecht sät. Ihr habt es gewagt, den Regenbogen zu zerstören, der uns beschützt. Zerrissen wie einen Vorhang. Weil euer Staat zu schwach ist und weil eure Moral nicht hält. Sie hält nicht. Es ist gut, dass sie tot sind. Es ist gut so. Nein, es ist überhaupt nicht gut so. Und ich werde das niemals akzeptieren. Niemals. Sagen, dass sie nicht von AIDS geheilt werden, wenn sie mit Jungfrauen schlafen. Sie stecken sie nur an. Ihr müsst euch alle testen lassen. Bitte. Ich denke, du hast mich verstanden. Es ist nun wirklich das letzte Mal, dass ich mit dir über diese Sache gesprochen habe. Ich bleibe vorerst. Und mit dir ein Teil von Stefan. Ich weiß noch nicht, wie lange. Dich hat's erwischt. Du weißt es nur noch nicht. Aber ich... Ja, lach du nur. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß auch, wie sie sich anfühlt. Die Liebe zu Afrika. Denise! Die Kinder haben nach dir gefragt. Sie wollen, dass du wiederkommst. Ich wollte dich was fragen. Du kannst gerne jederzeit hier arbeiten. Das musst du dich fragen. Das meine ich nicht. Und was Joe und mich betrifft, das meinst du doch, oder? Ich werde ihn mein Leben lang lieben. Aber zwischen uns, und das ist okay so, da wird sich nie etwas ändern. Und Emily? Emily hat einen Vater,
Und für Sie heißt er Ben. Jetzt mach's schon. Männer können sowas einfach nicht. Die Messe morgen wird meine letzte Amtshandlung sein. Das meinst du doch nicht ernst. So. Ich dachte immer, ich könnte was verändern. Aber ich habe nichts bewirkt. Gar nichts. Die Menschen sterben und bringen sich um. Und ich kann es nicht verhindern. Jeden Tag aufstehen und erneut kämpfen. Die kleinen Schritte. Das ist doch dein Glaube, danach lebst du doch. Das ist zu wenig. Viel zu wenig. Ich habe komplett versagt. Du hast vom Einklang von Christentum und Voodoo-Glauben gesprochen. Es geht um Harmonie, um Ebenbürtigkeit, nicht darum, wer besser ist oder wer recht hat. Das hast du gesagt. Und jetzt geht's doch nur um dich? So viel begriffen durch dich. Als ich in diesem Pickup saß und das alles wieder hochkam. Du musst nicht aufhören zu hoffen, dass man sie findet, hast du gesagt. Du musst nur aufhören, täglich damit zu hadern, dass man sie noch nicht hat. Du hast mir geholfen, das zu überwinden. Und ich habe mich entschieden. Du hast dich entschieden? Für Rosebud? Nein, für Afrika. Für dich. Das finde ich wunderbar. Für Afrika. Für alle hier. Nein, so für dich. Für uns. Ich kann nicht. Ich. Wir haben so viel Zeit. Und deine Arbeit in den Townships, die ganzen Menschen, all die letzten Jahre. Ich dachte, das würde dir etwas bedeuten. Das kannst du doch nicht einfach so wegschmeißen. Was regst du dich so auf? Doch, natürlich reg mich das auf. Genau wie Miriam. Ja, na, siehst du? Du schaffst es sowieso nicht. Nein. Wahrscheinlich schaffe ich es sowieso nicht. Zwei Schritte vor, drei zurück. Offensichtlich ist das mein Leben. Zwei vor, einen zurück. Können wir uns darauf vielleicht einigen? Ich habe mich übrigens entschieden. Wenn du willst, können wir zusammenziehen. Dann hat Emily endlich einen richtigen Vater. Emily hat einen richtigen Vater. Und er wird dadurch nicht richtiger, dass du mit uns zusammenziehst. Aus Pflichterfüllung. Ich habe begriffen, dass du
dass ich nicht die bin, die du ganz und gar lieben kannst. Aber wenn du dich entscheidest, dann endlich einmal aus Liebe. Und ich weiß, dass du sie liebst. Zum Test hierher zu kommen. Das ist ein ganz großer Schritt, ein Signal, ein Beispiel für viele andere. Besonders für eure Männer, die wir so schwer erreichen können. Leider. Ich möchte Ihnen Dr. Marva vorstellen, Schwester Lilly, Schwester Anna. Morgen, Mrs. Denise. Wir sind alle gekommen. Jemand anderen erwartet? Ein wunderschönes Fest. Findest du? Ich bin einfach nur müde. Du bist nicht müde, du bist enttäuscht. Enttäuscht über dich und enttäuscht, weil sie nicht gekommen ist. Aber du kannst natürlich immer so weitermachen mit deinen vielen, vielen Schäfchen. Ich habe schon geglaubt, ich wäre gefühllos. Ich wäre unfähig, nach dem Tod meiner Frau noch jemanden zu lieben. Ich habe mich in Zynismus gerettet. Und dabei wahrscheinlich die einzige Frau verloren, die mich da hätte rausholen können. Du rettest dich in deine Kirche. Klar, die Nächstenliebe, das ist ein tolles Gefühl. Wenn man da Tag für Tag in seiner Herrlichkeit bestätigt wird, nicht wahr, Bischof? Wenn einen alle lieben, dann muss doch alles in Ordnung sein. Selbst wenn man seine eigene Liebe nicht zeigen kann. Keine Zeit, Mango. Ich muss mich um die Schuleröffnung kümmern. Also lass mich mit dem blöden Kirchenfest in Ruhe. Ich gehe auf keinen Fall hin. Auch nicht, wenn ich dich bitte, mit mir zu kommen. Wenn ich dir sage, wie wichtig es mir wäre, dann ist, dass du heute dabei bist. Ich will dich nicht verlieren. Ich will, dass du bei mir bist. Lela, Helen, good old goat, one. Ye, Greha, Lentella, Helen, good old goat, one. Every cabbage, Gritapa, Helen, good old goat, one.
Waiting for a lifetime, I'm sure. I said I'll be waiting, waiting for a lifetime and more. If that serious alliance lies ahead, let every necessary word be said. Remembering the blood that we've shed. Keep in mind that there are things we must forget. Ooh, I'll be waiting, waiting for a lifetime, I'm sure. I said I'll be waiting, I'll be waiting. And more, and more, and more, much more, and more. Du hast deinen Kopf, der ist völlig in Ordnung. Dann gebrauch ihn gefälligst und fang was Neues an. Und schlag nicht alles kaputt, sondern bring Ordnung in dein Leben und Ruhe. Da bin ich gerade dabei. Entschuldigung, wenn ich so heftig bin. Das war alles ein bisschen viel die letzten Tage. Soll Nana euch noch was bringen? Mutter, wir reden. Ja, meinst du nur einen Toast oder was? Nein, wir wollen auch nichts essen. Na ja, ist ja gut. Sehe ja schon. Ich möchte, dass du dich um sie kümmerst. Um meine Mutter? Nein, um Miriam. Stefan, ich kann mich nicht um sie kümmern. Sie liebt dich. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Doch, doch. Das würde sie nie zugeben, aber... Und du? Du liebst sie doch auch, oder? Was soll denn die Frage? Ganz verblödet, ich weiß. Sag doch einfach ja. Mein Gott, sag einmal ja zu einer Frau. Warum kannst du das nicht? Schlechtes Gewissen wegen mir brauchst du nicht zu haben. Ist es wegen deiner Mutter? Ah, die berufliche Obsession. Du tickst doch nicht richtig. Du Heiliger, du Lichtgestalt. Joe, ich kenne keinen Menschen, der so egomanisch und narzisstisch ist wie du. Du verlangst von deinen schwarzen Hundertschaften, dass sie ehrlich und aufrichtig leben. Und was machst du? Du willst von allen geliebt werden, ja. Aber selber lieben, nein, das wollen wir nicht. Das könnte ja wehtun, ne? Joe, wenn du jetzt nicht ja sagst, dann hast du nie gelebt. Bravo, Stefan. Endlich einmal sagt ihm das jemand. Mutter, bitte. Dann war es ja gut, dass ich hier war. Ich bin müde, ich will nach Hause. Soll ich dich bringen? Nee, nee, Walli wartet. Nacht, Stefan. Nacht. Wirklich so schlimm? Nein, Mutter. Du bist nicht schlimm. Du bist schrecklich. Aber leider ist jedes Kind irgendwann mal für sich selber verantwortlich. Ja. Hast dich ja nie von mir unterkriegen lassen. Jahrelanges Überlebenstraining.
Stefan ist merkwürdig. Morgen wird's wahrscheinlich wieder heiß. Ich werde versuchen zu schlafen. Miriam, bitte bleib hier. Ich kann nicht. Miriam, ich werde alle Familien hier auf der Farm testen lassen auf HIV. Und da bräuchte ich deine Hilfe. Ja? Als ich dich das erste Mal gesehen habe, war es wie jetzt. Wenn man geblendet wird, kann man nicht richtig sehen. Ich habe dich immer richtig gesehen. Gehen wir noch einen Schritt. Warum hast du heute gesagt, dass es ein Unfall war? Wieso? Du weißt doch ganz genau, dass er sich mit diesem verdammten Flugzeug umgebracht hat. Er wollte, dass es so aussieht wie ein Unfall. Er hat alles haarklein geplant und vorbereitet. Bis ins kleinste Detail. Er hat mir seinen Anteil an Rosebud vermacht, um mich hier zu binden. Er war schon immer ein Perfektionist. Ich hätte es merken müssen. An dem Abend, als er bei mir war, hätte ich es merken müssen. Am Abend vor seinem Tod. Und er wollte, dass du dich um mich kümmerst. Woher weißt du das? Du bist Teil seines Plans. So wie ich. So wie wir alle. Er hat alles bis ins Kleinste arrangiert. Damit wir glücklich sind. Ich werde abreisen. Das kannst du nicht. Doch, ich werde abreisen. Du musst darüber schlafen. Schlaf zwei Nächte darüber und dann lass mich dich fragen.
damit zum Einzug alles gut wird, müssen die Ahnen alles Gute wollen. Ihr seid mir die Richtigen. Geht in die Kirche als brave Christen und dann sowas. Beides geht. Eines ist unsere Tradition, unser Leben. Das andere ist eure Tradition, euer Leben. Beides ist gut. Du hast recht. Beides ist gut. Ich werde alle Familien hier auf der Farm testen lassen auf HIV. Und da bräuchte ich deine Hilfe. Ja? Als ich dich das erste Mal gesehen habe, war es wie jetzt. Wenn man geblendet wird, kann man nicht richtig sehen. Ich habe dich immer richtig gesehen. Gehen wir noch einen Schritt? Warum hast du heute gesagt, dass es ein Unfall war? Wieso? Du weißt doch ganz genau, dass er sich mit diesem verdammten Flugzeug umgebracht hat. Er wollte, dass es so aussieht wie ein Unfall. Er hat alles haarklein geplant und vorbereitet. Bis ins kleinste Detail. Er hat mir seinen Anteil an Rosebud vermacht, um mich hier zu binden. Er war schon immer ein Perfektionist. Ich hätte es merken müssen. An dem Abend, als er bei mir war, hätte ich es merken müssen. Am Abend vor seinem Tod. Und er wollte, dass du dich um mich kümmerst. Woher weißt du das? Du bist Teil seines Plans. So wie ich. So wie wir alle. Er hat alles bis ins Kleinste arrangiert. Damit wir glücklich sind. Ich werde abreisen. Das kannst du nicht. Doch, ich werde abreisen. Du musst darüber schlafen. Schlaf zwei Nächte darüber. Amina? Warum hast du nicht aufgemacht? Ich habe geläutet. Was willst du? Ist das der Grund?
bin Geschäftsmann und kein Heiliger. Das mit den Kindern, das tut mir leid, aber es ist doch nicht meine Schuld, wenn die Leute krank werden. Weißt du was, Karl? Ich glaub dir das sogar. Aber? Du bist trotzdem verantwortlich, weil du genau weißt, was du tust. Was hat dein Freund Bernhard gesagt? Wissen Sie, was Sie sich mit Karl zumuten? Tja, ich dachte, ich wüsste es. Aber es geht einfach nicht. Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Weder beruflich noch privat. Ich habe immer das Gefühl, dass dich nichts berührt. Dir ist alles scheißegal. Solange es dir nur Geld einbringt. Und abgesehen davon, du verachtest die Schwarzen. Und letztendlich auch mich. Aber das ist nicht wahr. Es geht auch nicht um Schwarz und Weiß, es geht um dich und um mich. Naja, ich bin vielleicht ein Zyniker und ich liebe das Geld. Ja, und ich glaube auch nicht an die Gleichberechtigung. Nicht jetzt. Schau dir doch das Land an, das versinkt in Armut und Kriminalität. Ohne uns Weiße würde hier alles früher oder später den Bach runtergehen. Das stimmt. Und wir haben AIDS, das 10 Millionen umbringen wird. Aber wir sind frei. Sieh dich mal um. Als ich noch ein Kind war, durfte ich hier nicht am Strand spielen, so wie die weißen Mädchen. Heute habe ich es geschafft. Ich bin zurückgekommen und kann es mir leisten, hier zu leben. Es ist ein Anfang. Und es ist ein Kampf, der sich nur lohnt, wenn man weiß, wofür man kämpft, jeden Tag aufs Neue. Und du gehörst zu denen, die das niemals begreifen werden. Nina, ich versuche dich ja zu verstehen. Ich glaube nur nicht, dass es so funktioniert. Genau. Und ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht daran glaubt. Lass die Hausschlüssel auf der Kommode, wenn du gehst. Beides geht. Eines ist unsere Tradition, unser Leben. Das andere ist eure Tradition, euer Leben. Beides ist gut. Du hast recht. Beides ist gut. Dem Inhalt ist um Ton, um Segese. Thank you.
Wenn das so ist, dann will ich, dass sie anders damit umgeht. Mit Joe hat das alles nichts zu tun. Er mag mich, ich mag ihn, sonst ist da nichts. Wegen mir, weil ihr euch nicht traut. Und selbst wenn es so wäre, du hast überhaupt keinen Grund, so mit mir und mit dir umzugehen, außer dein verdammtes Selbstmitleid. Du behandelst mich, als wäre ich Luft, als wäre ich gar nicht da. Ich bin nach Deutschland gefahren, habe da alles auf Eis gelegt, weil ich hier sein will bei dir. Aber ich kann tun, was ich will. Ich kann schreien, heulen, schweigen. Ich erreiche dich nicht mehr. Stefan Scholz, warum stößt du mich weg? Was habe ich denn getan? Was kann ich denn überhaupt noch tun? Je mehr du tust, desto schlimmer, desto unerträglicher wird es für mich. Das hat Joe auch gesagt. Was soll ich denn tun? Soll ich dich verlassen? Ich verlasse dich nicht, jetzt, wo alles so schwer ist. Es wird nicht leichter, glaub mir. Es geht nicht darum, dass es leichter wird. Es geht darum, dass du endlich anerkennst, was ist, was ich schon längst getan habe. Hast du nicht. Wo gehst du hin? Ach, Stefan, ich hab hier... Stefan, wo bist du? Weißt du, er liebt dich mehr als sein Leben. Ich werde dafür sorgen, dass man sich um euch kümmert. Und ich werde dafür sorgen, dass dieser Irrsinn endlich aufhört. Sex mit einer Jungfrau als letzte Rettung gegen AIDS? Wie willst du das aus diesen Köpfen je wieder rausbringen? Seht zu, dass keiner von Ihnen misshandelt wird. Das ist eine Beleidigung, Bischof. Wir leben jetzt in einem Rechtsstaat. Danke, dass das so still und reibungslos funktioniert hat. Danken Sie meinen schwarzen Kollegen und den Frauen im Township, die die Kerle so schnell gefunden haben. Ich kann dir bei deinem Kampf gegen die Weiß... Und etwas ändert. Ja, vielleicht. Warum gibst du ihr keine Chance? Du bist so hart zu ihr, so ungerecht. Ich gebe ihr jede Chance. Aber euch beiden nicht. Miriam braucht ein anderes Leben. Und ich auch. Stefan, ich verstehe dich. Zwischen Bernhard und mir war das auch nicht leicht, das weißt du doch. Stefan, du kannst Miriam nicht. Natürlich. Du kannst mit deinem Anteil an Rosebud machen, was du willst. Aber lass sie doch unterrichten oder etwas Soziales. Was versteht sie denn vom Wein, vom Obst, von Äpfeln? Vater, lass uns bitte hier nicht rumdiskutieren. Ich will das so und ich bitte dich darum. Tu es mir zuliebe. Bernhard. Auch wenn ihr es alle nicht hören und wissen wollt. In den letzten 3 Wochen sind alleine hier 12 junge Frauen an AIDS gestorben. Sie sterben, weil ihr Kreislauf, weil ihre Lunge versagt. Sie sterben an Infekten, weil ihre Körper geschwächt sind. Sie sterben nicht, weil Gott es so wollte oder die Ahnen. Sie sterben, weil sie sich anstecken. Weil sie beim Sex nicht aufpassen, weil sie nicht Bescheid wissen. Wir bieten euch in 4 Tagen noch einmal eine Sprechstunde an, in der wir einen kostenlosen AIDS-Test durchführen werden. Ich weiß, es kostet Überwindung, aber ich werde da sein und ich bitte euch auch zu kommen. Nehmt die Gelegenheit wahr. Tut es für euch, für eure Männer.
und für eure Kinder. Danke. Und nun singen wir gemeinsam. Ich bin froh, dass du gekommen bist, Harari. Und? Habe ich dein Wort? Du hast mein Wort. Da bin ich froh. Was ist das? Bernhard hätte nicht länger warten können. Du weißt, er hätte euch längst durch andere Arbeitskräfte ersetzen können. Ja, ich weiß. Komm mal mit. Komm. Komm. Und? Ist alles okay? Alles okay. Übrigens, danke fürs Rad. Hoffentlich nehmen es ihm die Großen nicht gleich weg. Damit zum Einzug alles gut wird, müssen die Ahnen alles Gute wollen. Ihr seid mir die Richtigen. Geht in die Kirche als brave Christen und dann sowas. Beides geht. Eines ist unsere Tradition, unser Leben. Das andere ist eure Tradition, euer Leben. Beides ist gut. Du hast recht. Beides ist gut. Mir, dass Miriam bei uns bleibt. Ja. Thank you.
jetzt auch Fieber. Sie wird sich bei Pat angesteckt haben. Ich weiß, aber ich habe Angst, dass... Ich meine, die Petronella. Da ging's auch mit Schnupfen los. Sophia, Pat und Ellie haben einen stinknormalen Schnupfen. Hm? So wie Bernhard. Der hat es dauernd. Und Maria? Was ist mit Maria? Sie ist aus der Klinik zurück. Hat sie den AIDS-Test gemacht? Wie sollen wir euch helfen, wenn ihr die Tests nicht macht? Harari sagt, die Medizin, die man nach dem Test nehmen muss, ist Gift für uns. Aber Sophia, das ist Unsinn. Das ist kompletter Unsinn. Das werden wir Ihnen ausreden. Habt ihr alles im Griff? Fehlt noch was? Nee, alles okay, danke. Okay. In diesem Jahr kommt bestimmt noch viel mehr als im letzten. Emily, kommst du? Ja. Es war mal ein ganz kleines Kirchenfest. Damals, als du angefangen hast. Ja, und nur für Weiße. Und inzwischen für alle. Irgendwann wirst du zu einem der Ehren. Was heißt das überhaupt? Und selbst wenn, wäre das so schlimm? Für mich nicht, aber vielleicht für deine Kirche. Du meinst, weil ich mich vom normalen Weg so weit entfernt habe. Aber das waren doch die, die was verändern wollten und verändert haben immer. Deswegen werden wir alle in 2 Tagen auf die Farm zurückkehren, mit unseren Familien. Rosebud und Bernhard haben auf euch gewartet. Alle freuen sich, dass ihr endlich wiederkommt. Ich erwarte von euch, dass ihr sie nicht enttäuscht. Du hast mein Ehrenwort, dass alles genau so läuft. Okay, ich muss los. Sag Bernhard, er soll nicht vergessen, das Opferlamm mitzubringen, okay? Also, bis keine dann. Angst. Ich werde wir da sein. Keine Angst. Na, jetzt habe ich meinen Hut schon wieder vergessen. Schon gut, ich hole ihn dir. Da. Ah, ihr sollt euch doch nicht streiten. Hm? Er lässt mich nicht fahren. Er hat's geklaut. Nein! Komm, hilf mir mal. Heb sie hoch. Mach die Tür auf. Was ist passiert? Wir haben sie so gefunden. Welche Schwalbe war das? Ich weiß es nicht. Bringen Sie ins Krankenhaus, nach Stellenbosch. Und dann gehe ich zur Polizei. Sie werden nicht entkommen. Das müssen wir selber in die Hand nehmen. Dafür werden Sie bezahlen. Ihr habt doch die ganze Zeit hier gespielt. Ihr müsst doch irgendwas gesehen. Was soll er redet mit ihm? Über dich und Joe? Was soll er da reden? Du sagst doch, da gibt es nichts zu reden. Da gibt es auch nichts zu reden, auch wenn du es nicht glaubst. Miriam, was ich glaube. Stefan hat so merkwürdige Sachen gesagt. Kannst du sie ihm ausreden, auf dich hört er. Was erwartest du von mir? Ich kann dir das nicht abnehmen.
Lass sie verdammt nochmal nicht so hängen. Sie quält sich mit Schuldgefühlen, will alles richtig machen und weiß nicht wie. Wie soll sie dir helfen, wenn du jegliche Hilfe verweigerst? Sie kann mir nicht helfen. Ach komm, das ist arrogant und selbstgerecht. Du hast deinen Kopf, der ist völlig in Ordnung. Dann gebrauch ihn gefälligst und fang was Neues an. Und schlag nicht alles kaputt, sondern bring Ordnung in dein Leben und Ruhe. Da bin ich gerade dabei. Entschuldigung, wenn ich so heftig bin. Das war alles ein bisschen viel die letzten Tage. Soll Nana euch noch was bringen? Mutter, wir reden. Ja, meinst du nur einen Toast oder was? Nein, wir wollen auch nichts essen. Na ja, ist ja gut. Ich sehe ja schon. Ich möchte, dass du dich um sie kümmerst. Um meine Mutter? Nein, um Miriam. Stefan, ich kann mich nicht um sie kümmern. Sie liebt dich. Was ist denn das jetzt für ein Quatsch? Doch, doch. Das würde sie nie zugeben, aber... Und du? Du liebst sie doch auch, oder? Was soll denn die Frage? Ganz verblödet, ich weiß. Sag doch einfach ja. Mein Gott, sag einmal ja zu einer Frau. Warum kannst du das nicht? Schlechtes Gewissen wegen mir brauchst du nicht zu haben. Ist es wegen deiner Mutter? Ah, die berufliche Obsession. Du tickst doch nicht richtig. Du Heiliger, du Lichtgestalt. Joe, ich kenne keinen Menschen, der so egomanisch und narzisstisch ist wie du. Du verlangst von deinen schwarzen Hundertschaften, dass sie ehrlich und aufrichtig leben. Und was machst du? Du willst von allen geliebt werden, ja. Aber selber lieben, nein, das wollen wir nicht. Das könnte ja wehtun, ne? Joe, wenn du jetzt nicht ja sagst, dann hast du nie gelebt. Bravo, Stefan. Endlich einmal sagt ihm das jemand. Mutter, bitte. Dann war es ja gut, dass ich hier war. Ich bin müde, ich will nach Hause. Soll ich dich bringen? Nee, Walli wartet. Nacht, Stefan. Nacht. Stefan, ich liebe dich, verstehst du? Und ich will, dass es dir besser geht. Dafür tue ich alles, wirklich alles. Aber ich lasse mich nicht jeden Tag fertig machen, weil du es nicht aushältst. Geh jetzt bitte, lass mich allein. Gehst du bitte? Muss ich ausgerechnet ihr so wehtun? Weil es dir so wehtut. Und weil sie das so genau weiß. Hallo, Miss Miriam. Hallo? Ich bin Mango. Stimmt. Du bist noch immer in dieser Phase, in diesem Erwachsenwerden-Ritual. Es hat 6 Monate gedauert. Und in einer Woche bin ich ein richtiger Mann und kann tun, was ich will. Und dann kannst du alles ganz allein entscheiden. Ja, dann kann ich mir eine Frau suchen und kann nach Hause kommen, ohne Vater zu fragen. Und das tust du jetzt eine Woche zu früh? Die anderen werden sich freuen. Sie sollten hier nicht allein fahren. Mir passiert nichts. Ich schwöre, ich kann mich so oder so verhalten. Es geht nicht. Sie will Kinder. Stefan, ich habe mich auch für Bernhard und gegen Kinder entschieden. Denise, ich werde nie wieder mit ihr schlafen können. Punkt. Frauen können auch mal eine Zeit lang ohne. Ja, Männer auch. Aber doch nicht ein ganzes Leben. Das ist jetzt nur dein Hauptproblem, weil du so ein Macho bist. Sie liebt dich, Stefan. Das ist wirklich wichtig. Ich will, dass sie lebt, dass sie mit einem anderen Mann schläft. Damit du befriedigt bist? Damit du kein schlechtes Gewissen hast? Das kannst du doch nicht verlangen von ihr. Sie wird sich das schon holen, wenn sie es braucht. Nein, das wird sie nicht tun. Dazu ist sie viel zu moralisch.
Und sie wird aus lauter Treue zu mir. Das kann man doch nicht aushalten. Und dann wird sie mich hassen. Frauen können ganz schön viel aushalten. Schau mich an. Ich habe 5 Jahre auf deinen Vater gewartet. Und als deine Mutter gestorben ist, konnte er sich vor lauter Schuldgefühlen nicht entscheiden für mich. Hätte ich doch sofort nach Mutters Tod geheiratet. Ja, geheiratet. Und dann ist er, weil du abgehauen bist, nochmal für 2 Jahre in die innere Emigration gegangen. Das ist nun wirklich das letzte Mal, dass ich mit dir über diese Sachen gesprochen habe. Bleibe vorerst. Und mit dir ein Teil von Stefan. Ich weiß noch nicht, wie lange. Dich hat's erwischt. Du weißt es nur noch nicht. Aber ich... Ja, lach du nur. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß auch, wie sie sich anfühlt. Die Liebe zu Afrika. Denise! Die Kinder haben nach dir gefragt. Sie wollen, dass du wiederkommst. Ich wollte dich was fragen. Du kannst gerne jederzeit hier arbeiten. Das musst du dich fragen. Das meine ich nicht. Und was Joe und mich betrifft, das meinst du doch, oder? Ich werde ihn mein Leben lang lieben. Aber zwischen uns, und das ist okay so, da wird sich nie etwas ändern. Und Emily? Emily hat einen Vater und für sie heißt er Ben. Jetzt mach's schon. Männer können sowas einfach nicht. Ich bin müde und ausgelaugt. Du hattest noch nie mehr Energie. Du bist verliebt. Du liebst sie. Wie ich dich seit Jahren liebe und mich nicht getraut habe, sein zu fordern. Was du bei der Gelegenheit auch endlich wissen solltest. Emily ist seine Tochter. Was machst du denn hier? Auf dich warten, was sonst? Warum hier draußen?
weil ich keine Lust auf Smalltalk hatte. Meine Mutter weiß gar nicht, was das Wort bedeutet. Eben. Ja. Miriam, kannst du auch nicht schlafen? Ich warte auf Stefan. Meinst du, es war Joe? Meinst du, er redet mit ihm? Über dich und Joe? Was soll er da reden? Du sagst doch, da gibt es nichts zu reden. Da gibt es auch nichts zu reden, auch wenn du es nicht glaubst. Miriam, was ich glaube. Stefan hat so merkwürdige Sachen gesagt. Kannst du sie ihm ausreden, auf dich hört er. Was erwartest du von mir? Ich kann dir das nicht abnehmen. Lass sie verdammt nochmal nicht so hängen. Sie quält sich mit Schuldgefühlen, will alles richtig machen und weiß nicht wie. Wie soll sie dir helfen, wenn du jegliche Hilfe verweigerst? Sie kann mir nicht helfen. Ach komm, das ist arrogant und selbstgerecht. Du hast deinen Kopf, der ist völlig in Ordnung. Dann gebrauch ihn gefälligst und fang was Neues an. Und schlag nicht alles kaputt, sondern bring Ordnung in dein Leben und Ruhe. Da bin ich gerade dabei. Entschuldigung, wenn ich so heftig bin. Es war alles ein bisschen viel die letzten Tage. Soll Nana euch noch was bringen? Mutter, wir reden. Ja, meint ihr nur einen Toast oder was? Nein, wir... Damit zum Einzug alles gut wird, müssen die Ahnen alles Gute wollen. Ihr seid mir die Richtigen. Geht in die Kirche als brave Christen und dann sowas. Beides geht. Eines ist unsere Tradition, unser Leben. Das andere ist eure Tradition, euer Leben. Beides ist gut. Du hast recht. Beides ist gut. Ihr sollt euch doch nicht streiten. Hm? Er lässt mich nicht fahren. Er hat's geklaut. Nein!
Komm, hilf mir mal. Heb sie hoch. Mach die Tür auf. Was ist passiert? Wir haben sie so gefunden. Welcher Schwein war das? Ich weiß es nicht. Ich bringe sie ins Krankenhaus. Nach Stellenbosch. Und dann gehe ich zur Polizei. Sie werden nicht entkommen. Das müssen wir selber in die Hand nehmen. Dafür werden Sie bezahlen. Ihr habt doch die ganze Zeit hier gespielt. Ihr müsst doch irgendwas gesehen haben. Ist jemand weggerannt? In die Richtung. Den Polizeichef persönlich, habe ich gesagt. Verstanden? Ja, Henry? Pass auf, es muss was passieren. Du musst sofort ein paar Leute herschicken, sonst kann das hier explodieren. Hallo, Miss Miriam. Sie sollten nach Hause gehen. Es wird bald dunkel. Zu Hause ist... Gut, dass Sie tot sind. Es ist gut so. Nein, es ist überhaupt nicht gut so. Und ich werde das niemals akzeptieren. Niemals. Sagen, dass sie nicht von AIDS geheilt werden, wenn sie mit Jungfrauen schlafen. Sie stecken sie nur an. Ihr müsst euch alle testen lassen. Bitte. Ich denke, du hast mich verstanden. Es ist nun wirklich das letzte Mal, dass ich mit dir über diese Sache gesprochen habe. Ich bleibe vorerst. Und mit dir ein Teil von Stefan. Ich weiß noch nicht, wie lange. Dich hat's erwischt. Du weißt es nur noch nicht. Aber ich... Ja, lach du nur. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß auch, wie sie sich anfühlt. Die Liebe zu Afrika.
Denise! Denise! Die Kinder haben nach dir gefragt. Sie wollen, dass du wiederkommst. Ja, wir haben wieder mal die Schule schließen müssen, wegen Lehrermangel. Diesmal die von Bernhard. Warum gehst du mir aus dem Weg? Er erstickt und ich kann nichts tun. Er erstickt, weil sie ihm immer wieder versuchen zu helfen. Hat er das gesagt oder ist das wieder eine ihrer unnachahmlichen Freundlichkeiten? Er will, dass ich dich da raushole. Siezen oder duzen wir uns jetzt eigentlich? Mal so, mal so. Mal sind wir uns fremd, mal sind wir uns nah. Jo, eigentlich könnte Miriam hier unterrichten. Was denkst du? Vielleicht fragst du mich mal, was ich davon halte. Hallo, Bernhard. Hallo, Miriam. Bevor du bei Jane in der Schule landest. Ich habe das nie gelernt. Die beste Voraussetzung. Man lernt mit denen, die man unterrichtet. Das haben schon viel weniger begabte Menschenkinder hingekriegt. Dein Glaube an meine Fähigkeiten irrt mich. Er wächst mit jedem Tag. Er nimmt mich einfach nicht ernst. Das ist seine schwer durchschaubare Art, seine Zuneigung zu zeigen. Kommst du mit nach Hause? Nein, sie fährt mit mir nach Philadelphia. Wie, wann? Na jetzt, wie ich das mit Stefan ausgemacht habe. Dann nehme ich das Fahrrad mit. Und wer fragt mich? Du hast mir gefehlt. Warum will er, dass du dich um mich kümmerst? Weil er ganz sicher sein will. Dass ich ihm treu bin? Nein. Dass du ihn liebst. Aber das tue ich doch. Mehr denn je. Und trotzdem würde er mich am liebsten wegjagen. Er stellt alles in Frage. Und tut mir so weh. Wenn man jemanden liebt, tut es immer besonders weh. Der Pickup. Fahr ihm hinterher. Das ist doch Quatsch. Nie im Leben. Doch, das ist er. Jetzt fahr schon, mach schneller. Glaubst du, was wir hier machen? Das bringt nichts. Ich muss es wissen. Du musst nicht aufhören zu hoffen, dass man sie findet. Du musst nur aufhören, täglich zu hadern, dass man sie noch nicht hat. Was ist das? Bist du wahnsinnig? Nicht jeder Schwarzer, der einen Pickup fährt, ist ein Verbrecher. Wann begreifst du das endlich? Wann begreifst du, dass die Chance, sie zu erwischen, unheimlich gering ist? Miriam, du musst lernen, ohne Rache zu leben. Es tut mir leid, ich krieg die Bilder nicht aus meinem Kopf. Auch nicht, wenn ich dich bitte, mit mir zu kommen. Wenn ich dir sage, wie wichtig es mir wäre, dann ist, dass du heute dabei bist. Ich will dich nicht verlieren. Ich will, dass du bei mir bist. Nendlela elelenguqongqothwane yigqirha lendlela elelenguqongqothwane ebeqabele gqithapha elelenguqongqothwane ebeqabele gqithapha elelenguqongqothwane yigqirha lendlela elelenguqongqothwane yigqirha. I'll be waiting, waiting for a lifetime. I'm sure. I said I'll be waiting.
waiting for a lifetime and more. If that serious alliance lies ahead, let every necessary word be said. Remembering the blood that we've shed, keep in mind that there are things we must forget. Ooh, I'll be waiting, waiting for a lifetime, I'm sure. I said I'll be waiting, I'll be waiting for a lifetime. And more, and more, and more, and more, and more, much more, and more. Dass ich das nicht mache, auf keinen Fall, ja? Das habe ich mir schon gedacht, als Bernhard mir erzählt hat, was er vorhat. Und Miriam? Warum lässt du nicht Miriam das alles machen? Wenn ihr verheiratet seid, dann gehört doch Miriam sowieso zur Familie. Miriam? Sicher. Sie wird die Farm irgendwann verkaufen und dann... Wer meinte? Das glaube ich nicht. Dein Sohn will diese Frau halten. Wie hält man eine Frau mit Besitz und Geld? Das ist ganz einfach. Lass deinen Zynismus, Karl. Miriam ist das eine so egal wie das andere. Du musst nicht von dir auf andere schließen, Karl. Aber Bernhard, ich finde seine Idee ziemlich gut. Ich auch. Dann hätte sie nämlich was zu tun. Ich will, dass sie sie mit Arbeit zuschüttet. 24 Stunden rund um die Uhr. Ja, und dann hat sie bei dir gute Laune. Nein. Dann kann sie mich vergessen. Ich verstehe ihn einfach oft nicht mehr. Er muss sich erst neu zurechtfinden. Das dauert. Manchmal glaube ich, er will sich gar nicht zurechtfinden. Er ist so destruktiv. Ich glaube, du beschäftigst dich viel zu sehr mit ihm. Ja, du bist genau wie Joe. Immer um die anderen, nur nicht um dich selber kümmern. Du kennst Joe sehr gut, oder? Das kann man so sagen. Was möchtest du wissen? War nur eine Feststellung. Hör auf, Miriam für alles verantwortlich zu machen. Sie kann nichts für diese Situation. Kümmere dich endlich um dein Leben, Bernhard. Und um Denise. So wie du dich um dein Leben kümmerst. Ich kümmere mich nur um mein Geld. Meinst du das jetzt ernst? Und das andere habe ich, glaube ich, verlernt. Ach, Karl, vielleicht passieren solche Sachen ja. Damit man anhält und etwas ändert. Ja, vielleicht. Warum gibst du ihr keine Chance? Du bist so hart zu ihr, so ungerecht. Ich gebe ihr jede Chance. Aber euch beiden nicht. Miriam braucht ein anderes Leben. Und ich auch. Stefan, ich verstehe dich. Zwischen Bernhard und mir war das auch nicht leicht, das weißt du doch. Stefan, du kannst Miriam nicht. Natürlich. Du kannst mit deinem Anteil an Rosebud machen, was du willst. Aber lass sie doch unterrichten oder etwas Soziales. Was versteht sie denn vom Wein, vom Obst, von Äpfeln? Vater, lass uns bitte nicht rumdiskutieren. Ich will das so und ich bitte dich darum. Tu es mir zuliebe.